Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Mafia 1. Wir müssen zu Salieris Bar fliegen. Da raus musste. Allein konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte mir, dass es für Mr. Salieri nun an der Zeit wäre, mir seine Tapferkeit zu zeigen. Aua! Salieris Bar war gleich um die Ecke. Und der Anblick war verlockender als ein Baseballschläger auf meinem Kopf. Ich frage mich gerade, ob Springen schneller ist als normal laufen. Bei Sprinten kann ich nicht. Auf jeden Fall, müssen wir zu Salieris Bar. Und ich habe letzte Folge schon den Weg verkackt. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie der jetzt aussieht. Ah. Am besten ohne großartig weiter getroffen zu... Uppala. Getroffen zu werden. So, jetzt rechts. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich lang muss. Weil geradeaus war die Sackgasse. Ich fahre einfach mal hier lang. Sieht schon mal gut aus oder so. Ich weiß es nicht. Mir wird ja kein Weg angezeigt. Scheint richtig zu sein. Ach du Scheiße. Ich renne einfach da hinten raus. Die Musik ist so geil. Ich feiere die. Links, rechts, links. Oh, das. Oh, Hilfe, Salieri, hilf mir. Hilf mir. Salieris Jungs kamen mir zu Hilfe, aber ich war in keiner beneidenswerten Lage. Ich hatte die Reparatur des Taxis abbezahlt, aber mein Boss wollte nichts mit der Mafia zu tun haben. Das war nicht gut fürs Geschäft. Die feinen Klamotten von Salieris Jungs zeigten, dass es bestimmt nicht übel war, für ihn zu arbeiten, und ich hatte nichts zu verlieren. Morello war hinter mir her, also war Taxifahren keine gute Idee. Und die Aussicht auf Salieris Geld war nicht schlecht. Wie ich zu sagen pflege, lieber jung und reich sterben. Also, Morello will mich wohl so richtig wütend machen. Aber ich bin ein geduldiger Mensch. Wie heißt du, mein Sohn? Thomas Angelo. Ich werde dir eine Chance geben, Tommy. Ich mag neue Leute. Wir sind hier eine große Familie. Paulie und Sam kennst du ja schon. Frank hier ist meine rechte Hand. Und kümmert sich ums Rechtliche in unserem Geschäft. Der hinter der Theke heißt Luigi. Das Geschäft schlägt oft auf den Magen. Aber Luigi ist ein Spitzenkoch. Paul stellt dir noch Vincenzo und Ralph vor. Wir sind viele. Aber das sollte vorerst reichen. Und jetzt hör mal genau zu. Wir haben hier ein paar Regeln. Leg dich nicht mit den Bullen an. Wir bezahlen sie gut und sie lassen uns in Ruhe. Aber wenn du zu weit gehst, machen sie dich fertig. Auch wenn sie korrupt sind. Wenn sie dich einbuchten, hältst du den Mund und ich helfe dir. Ich bin gut zu denen, die mir helfen. Und die, die das nicht tun, leben nicht sehr lang. Capisce? Ja, Mr. Salieri. Das freut mich. Heute gebe ich dir die Chance, es den Schweinen heimzuzahlen, die dein Taxi ruiniert haben. Mal sehen, was du so drauf hast. Morello hat eine Bar. All seine Gorillas gehen dahin. Alle Autos parken hinter dem Zaun, neben der Bar. Wenn du gut bist, stehen die morgen früh nicht mehr da. Paulie kommt mit dir. Nur für den Fall. Bei Vincenzo kriegst du die Ausrüstung und bei Ralph ein Auto. Ich würde ihm nicht trauen. Er hat zu lange gezögert. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank. Abwarten.
Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem ist. Will er wirklich einen Krieg beginnen? Nee, der mag einfach keine Taxifahrer. Vincenzo ist der Waffenexperte des Don. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Er besorgt dir, was du brauchst. Von der MP bis zur Kanone. Vinny hat einfach alles. Der Vinny. Ich gehe vor einem Job immer bei ihm vorbei. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Oh. Das hier ist Tom. Ist gerade bei uns eingestiegen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Wir haben einen Job zu erledigen. Wir brauchen was, um ein paar Autos zu verschrotten. Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt. Seid vorsichtig damit. Vielen Dank, Vincenzo. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Na klar. Wie sie Gewalt und so als völlig alltäglich abstempeln. Das ist mega geil. Ralf, den ich dir jetzt vorstelle, ist ein kompletter Idiot. Aber er hat ein Händchen für Autos. Ich frag mich, wieso ein Idiot überhaupt irgendwas kapieren kann. Aber so läuft's halt manchmal. Besuch. Wie läuft's denn, Pauli? Hey, Ralfi! Ich sehe, du hingst immer noch. Dann haben wir ja jetzt zwei Krüppel hier. Das stimmt, aber ich bin kein Idiot. Das hier ist Tom. Wenn du ihm ein geklautes Auto bringst, Tommy, macht er es zu deinem eigenen. Und keiner merkt den Unterschied. Mhm. Ralf, Tom und ich haben einen Job zu erledigen. Und du hast einen fahrbaren Untersatz für uns. Stimmt. Hier ist er. Er ist wirklich ein bisschen dumm. Es war kein Flitzer. Aber für eure Zwecke müsst ihr reichen. Danke, Ralfi. Los geht's. Er ist also die Garage aus GTA. In menschlich. Ich verstehe. Du hast gelernt, einen Boat Ace zu stehlen. Fahr, alles klar. Wo ich denn lang? Komme ich hier vom Hof runter? Bestimmt, ne? Ja. Gut, ich bin Taxifahrer, ich kenne mich aus. So. Führen wir jetzt ein bisschen Smalltalk auf der Fahrt oder hast du vor, mich anzuschweigen? Oh, ich muss erstmal den Begrenzer reinmachen, sonst rase ich wieder durch die Gegend. Ja, der fährt sich aber schon ein bisschen zügiger als mein Taxi. Habe ich so das Gefühl. Ja, ist ja gut. Licht hupt mich doch nicht direkt an, du Pfeife. Okay. Mein Partner ist anscheinend ein sehr schweigsamer Begleiter. Das ist okay. Kann ich mit leben. Ja, guck mal, unten links hat er auch eine eigene Lebensanzeige, alles klar. Oh Gott, diese Weitsicht, ey. Diese nicht vorhandene Weitsicht. Ich muss noch einmal gucken, wann das Spiel rausgekommen ist. So, dann fahren wir am besten einmal links lang. Auch wenn die anderen Herrschaften hier anscheinend auch kein Auto fahren können. Und dann nehmen wir einfach die andere Brücke noch. Ja, das sieht gut aus. Ja, machen wir so. Das ist doch ein Plan. Und dann werfen wir gleich mal ein paar Cocktails auf Autos. Nach drei Folgen mal ein bisschen Action hier reinbringen. Downtown, genau. Fahren wir über die zweite Bridge hier. Der passt. Fahren nur ein bisschen langsam über diese Bridge hier. War das wirklich früher so, dass die ganzen Autos alle so ähnlich gleich aussahen? Das ist ja furchtbar. Ich habe leider nicht viel Ahnung von der damaligen Zeit, aber die sehen ja echt bis auf die Farben relativ ähnlich aus hier alle. Ah, guck mal, der links da ist ein bisschen anders. Ist aber ein Feuerwehrauto. Das ist gut, ist ein Argument. Das darf auch anders aussehen. Polizeiautos vielleicht auch noch. Also die normalen, da würde ich jetzt nicht erkennen, was hier von einem Sportwagen ist, wenn ich ehrlich bin. Ach, Sportwagen, da kommt später auch noch eine schöne Etage. Eine schöne Etappe wollte ich sagen. Ich wollte was sagen. Hi. Weg mal Leben verloren. Ein schönes Rennen kommt da noch auf uns zu, aber da will ich nicht zu viel spoilern.
Ich muss jetzt erstmal heile hier am Ort ankommen. So. Kann ja jetzt nicht so schwer sein. So. Ah, da oben stehen auch schon die geparkten Autos. Nice. Schläger raus, Cocktails raus. Und dann Affenparty. Okay, ich soll nicht durch den Vordereingang rein, oder was? Dann gehe ich einfach hier rum. Wie ging das? Den konnte man genau so aufladen. Hoppala. Dann ist der nämlich K.O. Kann ich den looten? Gab's sowas früher schon? Ah ja, guck mal. Gab's tatsächlich schon. Was ist denn? Kann ich die Autos knacken? Nee. Dachte vielleicht, zählt es dann. Oh ja. Oh, ich bin zu klump. Wie viel ist das? Nee. Was passiert, wenn die voll sind? Nichts, dann kann ich den nächsten machen. Okay, alles klar. Dumm, die dumm. Ich mach euer Auto kaputt. Ach geil, guck mal, das ist sogar ein Schadensmodell. Geringfügig, aber... So, einen haben wir noch. Und dann fliegen die Cocktails. Ich freue mich. Ihr blöden Penner. So. Was? Molotow-Cocktail. Schießt denn da auf mich? Wow. Alles klar. Das hatte ich nicht erwartet. Ich glaube, die Autos sind hin. Oh Gott. Kannst du auch fahren? Der fährt nicht. Ach, der kann nicht rückwärts fahren. Aus dem Stand. Das ist ja gut zu wissen. Nicht, dass ich jetzt 3 HP habe oder so. Nein, nein. Oh Gott, das sind rote Autos, die verfolgen mich. Oh nö, und ich habe noch 6 Schuss. Oh. Nicht mich verfolgen. Okay, sieht aber so aus, als würden sie jetzt nicht mehr hinterherkommen. Toi, 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 bitte so bleiben. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich hätte gern gesehen, wie die Autos explodieren. Bin ich jetzt ein bisschen traurig. Naja, was soll's. Aber dass der Typ nicht mit uns labert, ne? In jedem Spiel plappern die uns zu. Ich glaube, in Mafia 2 hat Joey ja auch einiges geredet. In GTA sowieso, da plappern die Beifahrer eh ununterbrochen. Da ist man ja am Ziel, bevor die überhaupt aufhören zu reden. Aber hier? Irgendwie so gar nicht. Finde ich ein bisschen schade. Macht die Fahrten so ein bisschen trostlos, ne? Muss ich denn lang? Geradeaus. Nicht der Bahn hinterher auf jeden Fall. So, ich will jetzt mal ein bisschen rasen. Geringfügige Geschwindigkeitsüberschreitung. Übergrenzung wollte ich sagen. War das falsche Wort? So, jetzt nur keine Cops. Oh, da vorne sind Cops. So viel dazu. Gut, dann fahre ich halt wieder anständig. Wenn ihr das unbedingt wollt.
Hallo. Ich bin ein ehrfürchtiger Bürger, der immer ordentlich fährt und den Berg schon fast nicht mehr hochkommt. Heilige. Was sind denn das für Motoren? So. Ich habe 3 HP, wenn ich mich ramme, bin ich tot. Deswegen bin ich gerade ein bisschen panisch. Ich will die Mission nicht nochmal machen müssen. Für mich, das ist der richtige Weg, okay. Ja, beide richtig, aber... Gut, müssen jetzt einmal ums Eck fahren. Geringfügig angespannt, ja? Geringfügig. So. Rechts, rechts und ich bin da. Alles klar, gut. Eins. Oh, 3 HP. Mein Baseballschläger habe ich auch noch, ne? Der gehört ja dem Neffen von, hier, Johnny. Seinen Namen vergessen. Oh, ich bin da. Ach, ich muss auch noch in die Gasse fahren. Ja, gut, das, hätte ich mir mal vorher sagen können. Hallo? Muss ich gar nicht in die Gasse fahren? Wo ich denn hin? Oder reicht das schon? Ich glaube, ich muss vorne durch die Tür. Ja. Oh, der hat irgendwer geschossen. Hier sind wir wieder, Boss. Großartig. Setzt euch. Lief alles glatt? Klar, Boss. Tom ist ein Naturtalent. Bevor die überhaupt kapiert hatten, was los ist, war es vorbei. Und bevor die sich erholt hatten, waren wir weg. Bestimmt kocht Forello gerade vor Wut. Wirklich? Freut mich zu hören. Mit ihm ist nicht zu spaßen. In diesem Fall willkommen in der Familie, Tommy. Du hast den ersten Test bestanden. Ist mir eine Ehre, und Sir. Wir haben ein neues Mitglied. Ich hätte ihn gern in der Familie, Boss. Man sieht, dass er keine Angst hat. Und er hat sich geschickt angestellt. Du hast mich nicht enttäuscht, Tommy. Darauf trinken wir. Danke. Alles klar, neue Autos wurden zur Werkstatt hinzugefügt. Das heißt neue Autos, ich habe eine neue Karre. Ja. Nicht übertreiben, bitte. Heute besuchen wir ein paar Läden, um Schutzgeld einzutreiben. 2 Restaurants und ein Motel draußen vor der Stadt. Bill vom Motel war beim letzten Mal spät dran, weil er ein paar Probleme hatte. Also zahlt er heute ein bisschen mehr. Du hast bestimmt gehört, wie Kriminelle mit Hilfe von Drohungen aus Unternehmen Kapital schlagen. So etwas tun wir natürlich nicht. Die Leute, die uns bezahlen, erhalten Dienste, die ihnen die Polizei niemals bieten kann. Letzten Monat zum Beispiel lösten Sam und Pauly hier in einem gemütlichen Restaurant ein schweres Gewaltproblem. Der Eigentümer ist froh, dass dort etwas derartiges nicht wieder vorkommen wird. Du fährst. Pauly und Sam machen die Kollekte. Reine Routine. Sagt Ralph, er soll euch ein Auto geben und dann los. Okay, Boss. Und wir beide nehmen einen Drink. Was meinst du, Frank? Gehst zu Vincenzo und hol dir eine Waffe. Rede mit Ralph. Ralph. Treibe Schutzgeld ein. Alles klar, wo ist denn die Tür da drüben? Juti, Freunde, ich werde nächstes Mal einen Cut machen. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge von Mafia 1. Macht's gut. Tschüss.